Knieschleifen auf dem Motorrad ist eigentlich relativ einfach. Ich muss dabei nur ein paar Sachen beachten. Zum einen mal die Faustregel. Ich darf nicht mit dem an dem Tank sitzen, sondern brauche die Faustregel. Das heißt, ich brauche ein bisschen Platz, muss mich eine halbe bis dreiviertel der Arschbacke auf die Seite setzen, wo ich sitzen will, muss auf der äußeren Seite einen schönen Knieschluss haben, auf der inneren Seite muss ich den Fuß schön aufdrehen mit dem Ballen auf der Raste und wichtig ist, dass ich jetzt das Knie vom Motorrad wegdrehe und nicht nach unten drehe. Drehe ich das Knie nach unten, falle ich mehr oder weniger in so eine komische S-Aufstellung, so ein Fragezeichen. Das ist nicht gut, sondern ich muss das Knie schön aufdrehen. Dabei habe ich mehr Druck auf der inneren Raste und bin vor allem parallel zum Motorrad. Dann baut sich die Schräglage auf und das Knie schleift automatisch. Aber ich darf nicht versuchen oder erzwingen, das Knie auf den Boden zu drücken. Dabei verlasse ich quasi die richtige Haltung und es entsteht immer diese Fragezeichen-Optik.